Ja, ich habe ein bisschen weiter gebaut. Wir haben hier eine Kiste mehr. Wir haben da den Kühlschrank. Das heißt, wir können gleich das Upgrade machen. Hier hinterm Dingens habe ich Nestboxen gebaut. Das hat der Daniel in den Chat geschrieben, beziehungsweise nicht im Chat, in den Kommentaren geschrieben, dass ich vielleicht auch welche draußen machen sollte. Das habe ich getan. Ich hatte noch so ein paar andere Dinge hier angestoßen, die hier gemacht werden. Wir nehmen noch gerade noch hier die Eisenbahn, glaube ich, raus. Oder haben wir sie? Ne, wir haben sie jetzt nicht rausgenommen. Ne? Wir haben irgendwas anderes von irgendwo anders was rausgenommen. Die stecken wir mal gerade noch in die Kisten rein. Und ich sage, ihr schaut das Logo und dann gehen wir weiter auf die PAL-Box, ne? So, weggeräumt habe ich soweit wie geht. Jetzt gehen wir hier hin und jetzt haben wir ja Kühlbox und PAL-Werkbank, Sphärenwerkbank haben wir und wir können Level abmachen und damit kriegen wir die Anzahl der Möglichkeiten von 1 auf 2 Lager erhöht. Das war für mich ganz wichtig, weil dann können wir irgendwo anders eine zweite PAL-Box hinmachen und ein zweites Lager. So, das bedeutet, wir brauchen Kochtopf, Weizenfeld und eine Mühle. Das müssen wir alles noch bauen. Das machen wir aber definitiv dann wahrscheinlich nicht hier. Obwohl hier so ein bisschen Platz ja eigentlich noch wäre. Aber ich würde jetzt erstmal in das andere Lager gehen. Hier habe ich noch den Roshua-Sattel gemacht. Den können wir jetzt nehmen. Und was können wir hier nochmal gucken? Ich habe das Geschirr, glaube ich. Wir haben den Sattel. Den Handschuh haben wir, glaube ich, nicht. Ach, das können wir als Gleiter benutzen, ne? Dafür brauchen wir noch drei Palsaft. Dann sollten wir das nochmal in Erwägung ziehen, den Palsaft zu sammeln. Hier mal Bruchstücke für Livmunk, Maschinenpistole und hier auch die Palladium-Bruchstücke für Tanzee Sturmgewehr. Und hier ist das Halsband für den Dead Dream. Daydream oder Die Dream. Gut. Da brauchen wir alle noch Dinge. Allerdings würde ich jetzt sagen, machen wir sowieso erstmal irgendwo ein zweites Lager auf. Lass uns gerade schauen, dass wir hier noch Sachen reparieren für unterwegs. Und die Kleidung ist wohl heile, oder? Ja, das heißt, hier war es das erst. Aber da waren noch 5 PAL-Sphären. Die schauen wir uns dann mal hier gerade an. Und ich würde dann, wenn wir hier drauf reiten wollen, den mal verbessern wollen. Was haben wir denn? Angriff würde ich verbessern wollen. Okay, da müssen wir nur einen. Wir haben hier 152 und jetzt 156. Würde ich tatsächlich nochmal einen Angriff erhöhen auf 161. Dann Verteidigung. Wir haben noch zweimal einen. Dann würde ich den und den einmal machen. 99 auf 101. Das war jetzt nicht so viel. Und hier haben wir nochmal. 874 erhöhen wir dann auf 900. Okay, dann sind wir da schon mal auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Gut, das ist erledigt. Hier können wir noch die Bruchstücke mal gerade rausnehmen. Da ist noch nichts fertig. Hier ist jetzt noch 3 Metall, die nehmen wir gerade noch raus. Hier die Rezepte wären nicht. Hier ist noch die Sphärenbank. Da hat kein einziger was getan. Keine Ahnung, warum nicht. Da gibt es vielleicht einen PAL, für den wir noch nicht haben. Essen ist jetzt nicht so wichtig. Das haben wir, das haben wir. Pfeile 24 noch offen. Da haben wir genug reingepackt. Das heißt, wir gehen einmal jetzt an die Kiste. Packen das da rein. Und das da rein. Das Ei muss ich woanders loswerden. Das ist ja schon mal viel wert, ne? Warte, das Ei können wir dann ja in den Kühlschrank legen, ne? Wenn wir den schon haben. Aber da ist natürlich jetzt nicht der Kühlschrank ausgewählt, sondern der und dann. Keine Ahnung, warum die Zahl daneben rollt immer noch runter. Ich weiß aber nicht warum. Gut, vielleicht läuft es ja langsamer runter. Das haben wir alles. Wir wollten, haben wir die eine Werkbank? Ne, wir haben beide Werkbank. Ich werde sonst noch PAL-Sphären irgendwo machen lassen wollen. Aber das funktioniert nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal auf Reise. Und zwar würde ich entweder hier hingehen oder da hingehen. Hier oben rum. Ich habe keine Ahnung, wie man hier rüber geht. Das Rote sieht aber gefährlich aus.
Ich würde aber trotzdem mal hier hingehen wollen. So. Was sagt die Karte? Wir schauen, gehen in die falsche Richtung. Wir müssten also nach da. Achso, unseren Reittier haben wir ja. Okay, der hat sich jetzt erschrocken wahrscheinlich. Und jetzt kann ich mit F die Fähigkeit ausnutzen und kann dann darauf reiten, was mir aber so erscheint. Wenn ich Shift drücke, ist er schneller? Ja, wenn ich Shift drücke, ist er schneller. Okay, ich komme mir aber jetzt nicht unbedingt so vor, als ob wir schneller insgesamt wären. So, wo müssen wir hin? Scheint nach da. Wie kommen wir dahin? Das ist die nächste Frage, ne? Karte sagt uns irgendwie was. Hier könnte man vielleicht rüber. Mal gucken, ob der hier ein bisschen schneller ist. Kommt mir aber nicht so vor. Okay, springen ist auch nicht so toll. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Ja, unsere Energie ist schon zu Ende. Vorne könnte man wahrscheinlich rüber, oder? Falls hier irgendwo jetzt was war, habe ich das voll übersehen. Aber da ist rote Erde. Kommt man da hin oder kommt man da nicht hin? Ah, hier ist auf jeden Fall Eisen. Kann ich mit dem denn da rüberspringen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir werden sehen. Okay, der ist stumpf runtergefallen. So, was jetzt interessant wäre, wäre natürlich hier jetzt einen Punkt zu finden, wo man, ne, hin kann. Hier wäre schon mal eine schöne Stelle vielleicht, um was aufzubauen, oder? Hier ist viel Platz. Eisen wäre hier auch. Ist das da eine Statue? Na, ist doch wunderbar, da ist eine Statue. Dann lass uns gerade mal die Statue aktivieren. Mir kommt es jetzt nicht unbedingt vor, als wir mit dem Roshua schneller sind. So, ist jetzt eine Überlegung wert, denn hier eine zweite Basis aufzubauen. Was ist das? Das war, glaube ich, eine Pfahlsphäre. Naja, irgendwo habe ich so eine schon mal eingesammelt. Und hier haben wir natürlich Eisen zum Abbauen. Aber Holz wäre jetzt hier nicht so wirklich, oder? Also Holz ist schon hier, aber normaler Stein, braucht man den irgendwann auch noch? Wäre schön, wenn man ja. Obwohl, den normalen Stein, der respawnt, den können wir selber noch was setzen. Ist jetzt die Frage, ne? Da wäre normaler Stein, da wäre. Weiß nicht, wie groß unser Kreis wäre. Ich würde jetzt hier die Palbox hinstellen wollen. Obwohl der Dingenspunkt wäre jetzt doof hier, ne? Komm, wir gehen erstmal ein Stück weiter noch gucken. Da hinten ist irgendwas, was erleuchtet. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Ist das was für ein Level-Up für uns, glaube ich, oder? So ein Livmonk-Statue. Dann laufen wir mal hier hoch. Hier ist ein Plateau, hier ist eine schöne Kiste. Gold, Palsphären, kleine Palseelen zweimal. Okay, hier sind natürlich schöne Sachen auch zum Abbauen. Da ist eine neue Sphäre. Laufen wir mal gerade hier lang. Also hier waren wir, denke ich, noch nicht, oder? Nee, okay, da geht's noch in ein neues Gebiet, aber vielleicht sollten wir erst hier unten bleiben. Ah, da ist einer von den Kollegen hier, den wir schon gefangen haben. Das heißt, hier sind wir in irgendeiner Region schon mal gewesen, wahrscheinlich hier unten oder so. Laufen wir mal ein Stück weiter. Hier wäre gerade Eisen gewesen, hier ist eine schöne Ebene. Wo Stein wäre, da wäre ja Eisen einer und Holz wäre hier auch zum Abbauen. Also ein schlechtes
Lagerplatz wäre das hier nicht. Da geht ein Weg hoch. Warte mal, Karte gucken. Dann gehen wir da noch weiter schauen. Also ob wir jetzt hier schneller sind, bin ich mir nicht so sicher drüber, ne? Ein Pal im Team ist hungrig. Ach, wahrscheinlich den, wo ich mit reite, oder? Warte mal, dann kriegt der jetzt mal ein Brot. Wie? Jetzt sind die Brote weg. Hier ist noch eine Statue. Okay, dann nehmen wir die gerade auch noch an. Verlassene Kirche. Und was ist das hier? Da war gerade einmal ganz kurz aufheben, da. Was war das zum Aufheben? Also ging gerade nicht. Du hast Notizen als Schiffbrücken Tag 8 aufgesammelt. Okay, ich habe da noch nichts von gelesen. Das sollten wir vielleicht mal tun, ne? Ich weiß aber nicht wo. So, ist hier irgendwas Interessantes noch an der Kirche? Ist der negativ zu uns? Sieht so aus, ne? Ich weiß aber nicht warum. Okay, hier ist auf jeden Fall noch eine Statue. Ah, hier kann ich die Pals verstärken und verbessern. Dann bräuchte ich das hier nicht bauen, ne? Hier ist aber noch so eine Statue für mich. Ja, Schnellreisepunkt wäre hier auch. Der ist bestimmt schon 10-mal vor die Wand gedonnert, der Typ hier. Komm, wir laufen erstmal weiter. Gehen mal hier ein Stück hoch, vielleicht kommt er hier nicht hin. Ah, denkst du? Ich weiß nicht, warum der jetzt bei mir aggro ist. Laufen wir hier noch ein bisschen entdecken. Wie sind wir denn hier so? Okay, gleich sind wir irgendwie hier oben. Hier hinten geht es noch weiter. Gehe jetzt aber gerade mal hier noch um die Ecke, ob da... Ah, da ist ein Turm. Das heißt, hier wird der zweite Gegner dann da drüben... Nee, das ist die Kirche, das ist gar nicht der Turm. Hier laufen... Ah! Was war das jetzt? Ich habe niemanden angegriffen, oder? Die greifen mich an. Okay, das heißt, ich, wenn ich auf den reite, greifen die automatisch den an. Okay, irgendwie hat das gerade geklappt. Ich weiß aber nicht warum. Die sind jetzt alle aggro. Der Rushboar ist wohl ein aggressives Tierchen oder was? Wieso steht da Danger? Jetzt habe ich den. Nee, habe ich nicht. Da denkst du, ne? Kriege ich ihn jetzt? Nein! Jetzt ist er ganz kaputt. Warte mal, warum ist der Danger hier? Okay, mit E kann ich auch... Oh! Jetzt hat er mich aber so richtig darunter gehauen, ne? Warte mal, wie geht die Fähigkeit mit F? Nee, okay, ich muss weg hier. Oh, ich drücke jetzt gerade aus Versehen immer die falsche Taste, so ein Shit. Der ist jetzt leider, ja, schade.
Das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, jetzt ist er kaputt halt. Wo sind wir jetzt? Wir sind von da oben runtergefallen. Lass uns mal in diese Richtung weitergehen. Ich hoffe. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Tierchen schneller ist. Also, ja, könnte vielleicht ein bisschen schneller sein wie laufen. Das ist die Frage nach dem Platz, ne? Hier unten vielleicht hin. Wilderer Rocky. Stufe 1. Und Danger steht da, das heißt, die sind aggro, oder? Wo sind die Wilderer? Wo ist denn der? Hier? Hier ist er. Ah. Okay, irgendwie klappt das nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ich muss erstmal von dem Viech runter. Und dann kann ich hier was anfangen, wa? Vielleicht sollte ich mal eine andere Waffe nehmen, wie das, weil, aber naja. Ich mache erstmal kaputt, ne? Der ist auch hin. Da unten ist noch einer. Wo ist er? Oder der jetzt hin katapultiert, da unten noch. Okay. Ich glaube, das war es jetzt, oder? Hol den mal gerade da raus. Ah, ich glaube, da ist keiner mehr jetzt. Waren wir da unten schon? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall dunkel, das ist schon mal schlecht. Da drüben ist wieder was Grünes, das ist wieder zum Leveln wahrscheinlich. Da unten sind wir hier. Wir müssten also zurück, um zu dem Punkt da zu kommen. Ist die Frage, wie wir da hinkommen, ne? Weil es wird jetzt dunkel, das macht jetzt keinen Sinn, hier rumzulaufen. Oh, da ist eine Palseele. Das heißt, wir kommen wieder zurück zum Lager. So, das heißt, wir haben jetzt noch nicht festgestellt, wo unser Lagerplatz ist. Ist das nur eine Sphäre? Ich glaube schon, ne? Gut, das heißt, wir gehen erstmal in unser altes Lager zurück und dann müssen wir nochmal die Lage checken. Und wir sind doch schon ganz schön weit rumgekommen jetzt gerade, ne? Ja, und müssen dann mal gucken. Ja, ich würde aber erst hier einen Cut machen wollen. Wir kümmern uns hier wieder um unsere Ausrüstung etc. und so fort. Mache ich alles offline und dann schauen wir mal, wie es weiter werden wird in der nächsten Folge. Könnt ihr in den Kommentaren reinschreiben, wo wir unser Lager aufbauen wollen, dass wir da vielleicht mal drüber nachdenken. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.